Ey, nenn mich Loni. Aha. Oder nenn mich Millionär, denn das ist mir egal. Oder so ähnlich. Na dann, viel Glück. Wir fangen natürlich wie immer ganz einfach an. Ja. Hier kommt Ihre 100-Mark-Frage. Vorne S, ich hab total Bock. Ja, geil. Was macht ein Zechpreller nicht? Bezahlen. A. Bestellen. B. Essen. C. Trinken. D. Bezahlen. Ja. Oh, 100 D-Mark. Geil, 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 geil. Glückwunsch, Ja. 100 Mark. Das ist eine kleine Überbrückungsaufnahme, so vielleicht so zwei Hier Folgen. kommt die 200-Mark-Frage. Weil ich habe zwei Gäste in Startlöchern, Ist man froh, die. eine kritische Situation überstanden zu haben, macht man Naja. Erst, also A. nicht zwei jetzt können, so. Kreise, B. Später. vier Quadrate, C. drei Genau. Kreuze, Alles D. klar. fünf Dreiecke. Komisch sortiert irgendwie 2, 4, 3, 5. Bingo, das sind 200 Mark für Sie. Ja, ich habe zwei Gäste in den Startlöchern. Naja. Wenn Sie diese Frage richtig beantworten, schwupps, gehören Ihnen 300 Also Mark. nach dieser Aufnahme sind direkt zwei hintereinander. Wer kam Geil. als Zara Stina Geil. Hedberg Geil. zur Welt? Kenne ich nicht. A. Greta Garbo, B. Brigitte Nielsen, C. Wenke Mürre, D. Zara Leander. Ach, und das ist Ihr letztes Wort? Ja, was weiß ich denn? Kenne ich diese ganzen Leute da? Nee, kenne ich nämlich nicht. Na weiter so, 300 Mark für Sie. Wer auch immer Zara lernen. Also, ich habe den Scherzsinn hinter der Es Frage geht hier nicht weiter mit verstanden. Frage Nummer 4. Ja, genau. Ganz ruhig. Lassen Sie sich Zeit. Hier kommt die 500-Mark-Frage. Ich habe mich einfach mal auf die Frage eingelassen. Zara Leander, Wie also heißen die Sängerin oder berühmten russischen Hefeteigpasteten? Zara Leander, schwedisches A. Schauspiel, ach so. Pirellis, Ja. B. Piroggen, C. Pilavas, D. Piasten. Also Pirelli sind die Reifen. Jörg Pilawa ist der Moderator. Piroggen oder Piras? Ja, das müsste man jetzt wissen. Scheiße. Also Sie, wenn ich die Antwort angenommen habe, gibt es kein Zurück mehr. Sie Piasten. könnten Ihre Meinung aber noch ändern, wollen Sie? Ja, warum sagt mir, es ist nicht gut? Da haben Sie recht. Und 500 Mark. Boah. Nee, war souverän gewusst. Nur noch eine Frage und 1000 Mark sind Ihnen sicher. Ah, die Und Runde hier geht ist nicht mehr so sie. auf den Sack. Piasten, was ist das? Wofür engagiert sich Trude Unruh? Kenn ich nicht. A. Graue Panther. B. Rote Liste. C. Gelbe Seiten. D. Grüne Woche. Also Piasten ist irgendwas mit Pralinen und Bonbons und so. So, gelbe Seiten ist Quatsch, grüne Woche. Also wenn da steht engagiert, dann ist es ein Verein oder eine Partei und die Graue Panther ist halt müsste diese Rentnerpartei Und da sein. sind Sie wirklich sicher? Und mit Ja, Recht, die 1000 Mark gehören Ihnen. easy. Ich kenne die Trude Unruh nicht, aber dieses Wort engagiert hat es. War der Schlüssel. Ich sollte nicht bei 1000 Mark sein, muss man auch ganz ehrlich mal. Bin ich auch ehrlich mit mir selbst, dass es nicht So, verdient. toll. Sie sind jetzt in jedem Fall um Ist nicht 1000 gut. Mark reicher. Mit der nächsten Frage können Sie Ihren Gewinn verdoppeln. Sind Muss Sie aber bereit bewusst, für die 2000 Mark Frage? wenn wir Glück haben. Wer fasst im Lied Polonaise Blankenese der Heidi von hinten an die Schulter? A. Eckart, B. Eddy, C. Erich, D. Erwin. Ich verstehe diese Frage nicht mal. Ist es. Also, ist eine Liedzeile jetzt. So. Ich kenne den Song aber nicht. Okay, Sie setzen den Telefonjoker. Tja, dann wollen wir mal sehen, ob man Ihnen telefonisch weiterhelfen kann. Ich habe Rufen keine wir Ahnung. an. Ich möchte. Ich gebe es schon mal ein, nur dass ich mir diesen Begriff merke. Ich möchte nämlich nach der Frage mal wissen, von wann dieser Song ist. Hallo? Oder ist es so ein, was weiß ich, Hallo was das ist? Claudia, herzlich willkommen bei Wer wird Das ist Millionär? Blankenese. So, ich hab's eingegeben, jetzt schaue ich Wie schau nicht mehr hin. schön, hallo. So. Hören Sie, vor mir sitzt ein Freund von Ihnen. 1000 Mark hat er schon. Mit Ihrer Hilfe könnten es 2000 werden.
Ja, gut, also schauen wir mal, ne? Ja, die klingt so, als würde sie es wissen. Ernst, Claudia, hier kommt die Frage. Wer fasst im Lied Polonaise Blankenese der Heidi von hinten an die Schulter? 2000 Mark hat übrigens, ne? B. Eddie, C. Erich, D. Erwin. Tja, ja, das habe ich mal gewusst, aber nee, fällt mir nicht ein, nee. Aha, danke für Ihre Hilfe, Claudia. Ich fürchte, das hilft Ihnen auch nicht weiter. Hören Sie auf oder spielen Sie weiter? Sie müssen nicht antworten. Wenn selbst Claudia das nicht weiß, ne? Die klingt ja ganz klar wie 60. Wenn sie das schon nicht weiß, dann ist das objektiv gesehen keine 2000 D-Mark-Frage. Ganz wie Sie wollen, fragen wir das Publikum. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Oh. Also, 1981. A, wow. B, C. Von Gottlieb Wende halt. Den Namen kenne ich. Ja, wusste ich. Ja, einfach. Na toll, eine klare Mehrheit für Antwort D. So, jetzt sind Sie dran. Was glauben Sie? Klar kenne ich. Hab verstanden. Sie 1981 sagen also D. Ist meine Zeit so. Da bin ich musikalisch stark aufgebaut. Na also, ganz locker sind Sie um 2000 Mark reicher. Scheiße. Langsam wird es ernst. Ab jetzt vergrößert sich Ihr Gewinn sehr schnell, wenn Sie meine Fragen richtig beantworten. Noch 9 Fragen bis zur Million. Keine 2000 Mark Frage. Um Mark. War keine 2000 Mark Frage. Wo findet man eierlegende Säugetiere in freier Wildbahn? A. Madagaskar, B. Karibik, C. Australien, D. Sahara. Mein spontaner Gedanke war Madagaskar. Weil eine sehr große, also eine große Vielzahl an, oder eine große Artenvielfalt eben. Auf dieser Insel eierlegende Säugetiere. Ja. Ohne Zweifel, ganz sicher. Yes. Probier's mal. Die Runde ist sowieso für den Arsch. Also, das tut mir aber leid. Das war knapp daneben. Hey, Kopf hoch, das Leben geht weiter. 1000 Mark gehören Ihnen. Sie haben sich sehr gut geschlagen. Versuchen Sie es doch in der nächsten Ausgabe von Wer wird Millionär? Einfach noch einmal. Mir ist leider nicht kein Tier eingefallen. Was ist denn da eins zum Beispiel? Ameisenigel. Scheinbar, aha. Schnabeltiere? Ja. Fragwürdig. Muss ich persönlich sagen. Schnabeltiere. Mhm. 15 Fragen trennen Sie von der Million. Sie haben 3 Verbreitung? Joker, den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Sind Sie bereit? Okay, dann kann's losgehen. Hier ist die 100-Mark-Frage. Wieder was gewährt. Schnabeltiere kommen in Australien vor. Wusste ich vorher nicht. Eine bekannte deutsche Supermarktkette heißt A. Aldi, B. Waldi, C. Tutti, D. Frutti. Natürlich. Log ist direkt ein. Glückwunsch, 100 Mark. Darüber kann man sich freuen. Naja. Es geht weiter mit der 200-Mark-Frage. Es war nicht schade um die Runde, sagen wir mal so. Wie nennt man beim Film einen ungenannten Darsteller in einer Nebenrolle? A. Statistiker, B. Stativ, ja. C. Standarte, alles klar. D. Statist. Ich sage es irgendwie bei jedem von den ersten 5 Fragen immer so. Bei B sage ich, ja, bei C an, alles stimmt, klar. Also 200 genau. Mark. Ich weiß auch nicht warum, mach's doch einfach. Noch 13 Fragen bis zur Million. 300 Mark, wenn Sie diese Frage richtig beantworten. Bei welchem Spiel schlägt man Holzbälle durch kleine Tore? A. Croquet, B. Krokus, C. Cricket,
3D krokant. Bevor die Frage kam, dachte ich, Crockett oder Cricket? Was müsste Cricket sein? Sie entscheiden sich wirklich für C? Das ist Cricket. Ja, doch, das stimmt schon. Also irgendwie müssen das ich die Nerven hau sein. Ich diesem Spiel die Antwort ist leider falsch. Tja, aus und vorbei. Was habe ich denn jetzt wieder verwechselt? Leider nichts. Das war heute wirklich nicht Ihr Tag. Aber vielleicht haben Sie ja beim nächsten Mal mehr Glück. So, Cricket. Cricket. Ach, das ist dieses. Ja, Cricket ist das mit den. Mit diesen Holzschlägern da. Das war Cricket und Crockett. Oh. Na dann, viel Glück. Wir fangen natürlich wie immer ganz einfach an. Hier kommt Ihre. Genau, und Crockett ist das, wo durch die kleinen Tore spielst. Ach, scheiße. Was kann man trinken? A, kennt schon Cricket. B, Kloschüssel. Und warum ich? C, Brause. D, Badewanne. Ja, Brause, lustig, lustig, lustiges Wortspiel. Okay, die ersten 100 Mark gehören Ihnen. Wahrscheinlich hat 2000 Cricket, niemand kannte Cricket, aber jeder kannte Crockett. 200 Mark Frage. Und dann sitzt hier einer, kennt beides und kriegt es nicht auf die Reihe. Eines der zehn Gebote lautet, du sollst nicht... Wer wird Millionär spielen? A. Stehlen. Also. B. Schule schwänzen. C. Abseits stehen. D. Schlafwandeln. Ja, Mose war ein großer Fußballfan. Abseits. Bingo. Schlecht. Das sind 200 Mark für Sie. Er sagt, Gott, Regel 7, Abseits. Will ich nicht. Also, ich will ja auch was. Noch 13 Fragen bis zur Million. 300 Mark, wenn Sie diese Frage richtig beantworten. In welchem Land regiert Königin Beatrix? A. Schweden. B. Spanien. Nee. C. Norwegen. Das ist doch nicht fair. D. Niederlande. Ja, Niederlande. War gut, also es war hörte ich mein erster D? Gedanke. Soll ich die Antwort annehmen? Königin Beatrix. Ja, klar, da war. Ja, ja. Na weiter das so. Doch, 300 Mark für Sie. Das auch dieses Ding mit Harpe Kerkeling, aber die Königin Beatrix gemacht und manche Journalisten haben ihn für echt. Geht weiter mit Frage haben es für, echt, für die echte ganz Beatrix ruhig gehalten. Lassen Sie sich Zeit. 2000, hier kommt das nicht, 2003 oder wann das war. Ist auch schon ewig her. Wie ja, ja. Nennen die Düsseldorfer liebevoll ihren Einkaufsboulevard, die Königsallee? Ich war noch nie in Düsseldorf. Kölsch, B. Köpi. C. Kö. D. Köks. Also Köpi klingt irgendwie nach Berlin-Köpenick. Köks ist, klingt ja absolut beschissen. Also wenn, bleiben Sie bei Antwort C? Wenn D die richtige Antwort ist, liebe Düsseldorfer, ihr seid doch alle bescheuert. Da haben Sie recht. Und 500 Mark. Ja, aber haben wir Glück gehabt. So nah. Wenn Sie die nächste Frage richtig beantworten, haben Sie 1000 Mark sicher. Und hier ist die Frage. Cricket. Welcher Maler gab einem roten Farbton seinen Namen? A. Nolde. B. Picasso. C. Caravaggio. D. Tizian. Es gibt 100 pro gibt's Tizian rot. Wenn die Antwort richtig ist, haben Sie 1000 Mark. Aber ist sie jetzt wirklich? Natürlich. Mann, war das viel Glück. Tizianrot gibt's tatsächlich. Na, so goldroter Farbton. 1000 Mark haben Sie schon mal sicher. Und hier kommt auch schon die 2000 Mark Frage. Nicht schlecht. Bei welcher Sportart dreht man die Todesspirale? Weiß A, ich. Fußball? Nee, das ist Bobfahren. B, Eiskunstlauf? Oder C, das kann auch sein. D, Stabhochsprung. Gut, dann ist es Eiskunstlauf. Ich dachte, nee, das warte, beim Bobfahren ist es der Todeskreisel. Also, glaube ich. Müsste Eiskunstlauf sein. Also Sie, wenn ich die Antwort angenommen habe, gibt es kein Zurück mehr. Sie könnten Ihre Meinung aber noch ändern, wollen Sie? Ja, das ist diese 1800-Grad-Drehung. 1000 Mark und 1000 Mark sind nach Adam Riese 2000 Mark. Glückwunsch.
auch 2000 Mark wert. Im Text Polonaise, Blankenese. Wer fasst da wem an die Schulter? Oh, langsam wird es ernst. War genauso viel wert. Jetzt vergrößert sich Ihr Gewinn sehr schnell, wenn Sie meine Fragen richtig beantworten. Noch 9 Fragen bis zur Million. Verlieren wir keine Zeit. Es geht um 4000 Mark. Ich glaube, hier piept's. Seekühe kennt man auch unter welchem Namen? Ja. A. Bräuler. Nee. B. Heuler. Ja. C. Medusen. D. Sirenen. Ja. Sie meinen also, es ist Antwort B. Sind Sie wirklich sicher? Ich glaube schon. Tja, so schnell werden aus 2000 Mark... Dreck! 1000 Mark. Fuck. Die Antwort ist leider falsch. Dann ist es D. Scheiße! Scheiße! Hey, Kopf hoch, das Leben geht weiter. 1000 Mark gehören Ihnen. Sie haben sich sehr wacker geschlagen. Versuchen Sie es doch in der nächsten Ausgabe von Wer wird Millionär? Einfach noch einmal. Ja, Intuition ist eine ganz, ganz gefährliche Sache. Ganz... Scheiße. Echt, Sirenen? Sirene Seku. Ach, Sirenia ist sie. Ah, okay. Na dann, viel Glück. Und Latein oder irgendwas. Natürlich wie immer ganz einfach an. Hier kommt Ihre 100-Mark-Frage. Kann man nicht alles wissen im Leben. Wer ein erfolgversprechendes Mittel in Reserve hat, hat einen Trumpf. A. In der Tasche. Ja. B. Im Strumpf. Im Ärmel. C. Im Ärmel. D. In der Unterhose. Ah, oh, mein Fuß. Das ist nicht gut. Natürlich 100 Mark. Das ist doch eine Verspannung. Es geht weiter mit der 200-Mark-Frage. Hab's gleich. Wie nennt man eines der am dichtesten besiedelten Gebiete Deutschlands? Ruhrgebiet. A. Cholera-Gebiet. B. Typhus-Gebiet. C. Ruhrgebiet. D. Lepra-Gebiet. Donnerwetter, stimmt. 200 Mark. Ich wollte gerade irgendwas im Quizbuch nachschauen. Und dann habe ich vergessen, diese was. Diese Frage richtig beantworten. Schwupps, das war eine Frage 1 nochmal. 300 Mark. Ach so, ja, genau. Durch welche Sendung wurde Dagmar Berghoff bekannt? Kenne ich nicht, aber vielleicht kenne ich die Sendung. A. Ran. B. Kennzeichen D. C. Tagesschau. D. Disco. Nee, also ich, da muss ich überlegen. Also Ran ist Quatsch. Wer wird durch Ran bekannt? Das ist eine Sportsendung. Kennzeichen D kenne ich nicht. Disco würde passen. Ich meine, wer wird... Ist Dagmar Berghoff die Tagesschau? Aber du wirst durch Sendungen wie die Tagesschau nicht wirklich bekannt in dem Sinne. Wer... Kannte im ersten Jahr, keine Ahnung, Jan Hofer hat angefangen. Sie haben noch alle drei Joker. Den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Ich nehme den einfach, weil ich Dagmar Berghoff nicht... Nee, eben nicht. Ich müsste jetzt eigentlich X drücken, weil es ist mir nicht ohne Zweifel. Oh nein, was machen Sie denn? Die Antwort ist falsch. Wer ist Dagmar Berghoff? Tja, aus und vorbei. Aus der Million wird leider nichts. Das war heute wirklich nicht Ihr Tag. Aber vielleicht haben Sie ja beim nächsten Mal mehr Glück. Ah, Dagmar Berghoff. Vielleicht kenne ich die vom Gesicht her so? Nee, kenne ich nicht. Es war die erste Frau, die Tagesschau moderierte. Niemand. Also echt nicht. Na dann, viel Glück. Ich habe wieder zu kompliziert gedacht. Wir fangen natürlich immer ganz einfach an. Hier kommt Ihre 100-Mark-Frage. Vielleicht gibt es die Sendung Disco überhaupt nicht. Was gehört nicht zu den 12 Tierkreiszeichen? Ah, oh, das macht schon wieder Spaß. B. Stier. C. Löwe. D. Feuersalamander. Glückwunsch, 100 Mark. Es geht weiter mit der 200-Mark-Frage. Ganz einfach denken. Straightforward, das sind die ersten 5 Fragen. Sprichwörtlich heißt es, ein voller Bauch
A. studiert nicht gern, B. schwimmt nicht gut, C. singt zu laut, D. schläft sehr gern. Tja, so leid es mir tut, aber die Antwort ist falsch. Na klar, nee, kenne ich nicht. Nee, so schnell kann es gehen. Manchmal stolpert man über die einfachsten Fragen. Aber auch naja, nicht hier. Vielleicht haben sie also, beim nächsten Mal ja mehr Glück. Naja. Nee, echt nicht. Also. Einer von den beiden Gästen kann ich mal schon mal anteasern. Einer von beiden Gästen ist der Dave. Wer nicht kennt, hat so hat über Rick so. Über Rick, über Super Flash Crash. Habe ich ihn erst mal kennengelernt. Er hat auch. Na dann, viel Glück. Unter dem Zurande kommen Ding hat er auch geschrieben, ja, das ist eine ganz normale Redewendung. So, und wenn er nur ein Sprichwort nicht kennt, ne? Wie immer. Nur ein einziges. Wenn er nur ein Sprichwort nicht kennt in der Aufnahme mit ihm. Ganz einfacher. Hat er seinen Kredit verspielt. Ich unterbreche ihn. Ihre 100. Aber es ist lustig. Frage. Geht mir auf den Sack, Tom Hanks. Wo kann man sich trauen lassen? A. Standesamt, B. Umweltamt, C. Ordnungsamt, D. Verkehrsamt. Das war halt gerade die erste Station mit vollem Magen schwimmt man nicht. Das ist, naja. Glückwunsch, 100 Mark. Nach dem Essen schwimmt man nicht, ja. Das erschien wie die offensichtlich logisch so, was halten Sie davon? Richtige Redewendung. Die 200 Mark Frage. Wie wird das gemächliche Zusammentreffen einer Gruppe von Frauen häufig genannt? Orgie. A. Tafelrunde, B. Tortenschlacht, C. Kaffeekränzchen, D. Sahnehäubchen. Ja, Arthus und die Ritter des Kaffeekränzchens. Bingo, das sind 200 Mark für Sie. Guter Punkt. 300 Mark, wenn Sie diese Frage richtig beantworten. Durch welche Stadt fließt die Spree? Berlin. A. Köln, B. München, C. Hamburg, D. Berlin. Danke. Hörte ich D? Soll D. ich den annehmen? D. Noch lauter kann ich nicht. Super, super, super. 300 Mark. Es geht weiter mit Frage Nummer 4. Ganz ruhig. Lassen Sie sich Zeit. Hier kommt die 500-Mark-Frage. Ich hasse es. Wer sich mit Dingen beschäftigt, die noch nicht spruchreif sind, kümmert sich um... Jetzt kommt's. A. Ungemachte Betten. B. Ungekochtes Essen. C. Unsaubere Wäsche. D. Ungelegte Eier. Meine Intuition war A. Es könnte auch D sein. Aber ich glaube. Also Sie, wenn ich die Antwort angenommen habe, gibt es kein Zurück mehr. Sie könnten Ihre Meinung aber noch ändern, wollen Sie? Ja. Ich sag's wirklich nur ungern, Dreck! Aber die Antwort ist falsch. Fuck! Tut mir echt leid. Mann! Ist Tja, doch zum Kotzen! Das war leider. Nichts. Ich hoffe, das Spiel hat Ihnen trotzdem Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns. Einmal schlage ich meinen Monitor, weil dieses Gesicht drauf ist. Aggressiv werde ich da. Ah. Gibt's auch ein Sprichwort mit ungemachten Betten? Ungemacht. Ja. Ich krieg halt überhaupt nichts. Es ist unfassbar. Na dann, viel Glück. Wir fangen natürlich wie immer ganz einfach an. Ja, man muss Sprichwort auch tippen können. Nee, gibt's nicht. Wie nennt man ein Gefängnis? Knast. A. Leimchen. B. Kleberchen. C. Kittchen. Ach so, ja. D. Kleisterchen. So geht's auch. Glückwunsch, 100 Mark. Die ganze Runde geht mir so einen Sack schon. Das ist unnormal, echt. Hier kommt die 200-Mark-Frage. Wer steht einem Kinderlied zufolge ganz still und stumm im Wald herum? A. Hänschen klein, B. Männlein,
C. Jäger aus Kurpfalz. D. Alle meine Entchen. Ich versuche gerade den Text zu erinnern. So leid es mir tut. Was? Aber was? Die Antwort ist falsch. Was? Was? Oh je, so schnell kann's gehen. Manchmal stolpert man über die einfachsten Fragen. Naja, vielleicht haben sie beim nächsten Mal ja mehr Glück. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum ich dieses Spiel spiele. Nein, warum die, Männlein steht allein im Wald. Irgendwas. Also manchmal, ne? Manchmal muss man einfach mal eine Sekunde nachdenken. 15 Fragen trennen Sie von der Million. Sie haben drei Joker. Den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Sind Sie bereit? Okay, dann kann's losgehen. Hier ist die 100-Mark-Frage. Männlein steht im Walde. Ja, also, na gut. Das war 70% meine Schuld. Welche Versicherung deckt Fahrzeugschäden ab? Es war doch schon Casco. A. Casbock. Ja, die Frage B, war schon. B. Koska. C. Crisco. D. Casco. Ich glaube, das was. Eine von den DVD-Hüllen ist kaputt gegangen. Nicht schlimm, aber. Glückwunsch, 100 Mark. Es geht weiter mit der 200-Mark-Frage. Was ist kein Bestandteil eines Sitzmöbels? A. Stuhlbein. B. Stuhllehne. C. Stuhlsitz. D. Stuhlgang. Und schon 200 Mark auf der Habenseite. Das Problem ist, wenn es nicht läuft, dann ist es so schwer, da rauszukommen. Bis zur Million. 300 Mark, wenn Sie diese Frage richtig beantworten. Also, sobald du irgendwas nicht weißt, dann blockiert sofort das Gehirn. Was ist eine Spezialität, die durch Lufttrocknung haltbar gemacht wurde? A. Steckenpferd. Sieht man das B. eigentlich? Stockfisch. C. Stangenreh. D. Stabgans. Also, wenn das nicht der Stockfisch ist, dann gehe ich. Also, dann echt, dann. Ihre Antwort ist also B. Ist dann, also, dann reicht's mir auch. Ja, das ist Plastik. Na, wer sagt's denn? 300 Mark. Ist ja nur die Hülle. Es geht weiter mit Frage Nummer 4. Ganz ruhig. Lassen Sie sich Zeit. Hier kommt die 500-Mark-Frage. Zu welcher Stadt gehört die Insel Murano, die für ihre Glaskunst bekannt ist? A. Lissabon. Nee. B. Barcelona. Nee. C. Neapel. D. Ja. Venedig. Ja, gut. Hab verstanden. Sie sagen also D. Ah, ich sage D. Völlig richtig. Das sind 500 Mark für Sie. Ich glaube, es war ein gutes Ende für Folge 1. So. Hallo? Tief einatmen, Sie stehen vor der wichtigen 1000-Mark-Hürde. Noch Kabel Fragen einklemmen. Bis zur Million. Konzentrieren super Folge. Sie sich. Das war so. Hier kommt Ihre Frage. Das ist, na, wie nannte man früher die zweite ärztliche Vorprüfung? Ich muss mir noch einen Folgentitel überlegen. A. Chemikum. Ich hab schon Idee. B. Physikum. C. Biologikum. D. Medizinikum. Alles klar. Der einzige Weg, bei dieser Frage zu gewinnen, ist einfach nicht zu antworten. So ein bisschen wie in Undertale. Meine Attacke ist noch buchstäblich gar nichts. Verlieren. Tom, du bist nie am Zug, wenn ich jetzt nichts drücke. Antworten. Du wirst niemals irgendwas gegen mich sagen können. Das finde ich gut. Ich kenne das Physikum. Der Begriff sagt mir was, aber... Tja, diese 1000 Mark kann Ihnen keiner mehr nehmen. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht nicht die letzte Folge, der Tropfen zu viel, der...
als Anlehnung an den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Hey, egal was passiert, das ist kompliziert Sie gedacht. Nehmen heute mindestens 1000 Mark mit nach Hause. Na, machen wir weiter? Gut, hier ist die 2000 Mark-Frage. Ja, vielleicht. Platzangst heißt in der Fachsprache. Ja, das ist doch mal. Wie ist das denn schwerer als diese ganzen Scheiße? B. Aortaphobie. C. Agoraphobie. D. Äquatorphobie. Ich bin so im Arsch. Das ist die Agoraphobie. Warte. Aorta. Agora. Ja, ja. Sind Sie ganz, ganz sicher? Ich dachte, es kommt jetzt Klaustrophobie, aber so, so war es dann doch nicht. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eben 2000 Mark gewonnen. Das Studieren von Phobienamen war lange Zeit meine Spezialität. Huh, langsam wird es ernst. Ab jetzt vergrößert sich Ihr Gewinn sehr schnell. Was ist denn Angora? Wenn Sie meine Fragen richtig beantworten. Eine Textilfaser. Noch 9 Fragen bis zur Million. Verlieren wir keine Zeit. Es geht um 4000 Mark. Das Angora-Kaninchen, ja. Welche Pflanze verbirgt sich hinter der Bezeichnung Plantago lanceolata? A. Holbeinerich, B. Spitzwegerich, C. Nolderich, D. Mackerich. Ich weiß nicht, ob das eine Scherzfrage ist, in dem Sinne, dass es nur eine dieser vier Sachen gibt. Ich kenne den Spitzwegerich. Ich habe von den anderen noch nie gehört. Ich weiß, es gibt Spitzwegerich. Holbeinerich, Nolderich. Die Antworten suggerieren so, dass es nur einen von denen gibt. Darauf stütze ich mich jetzt. Sie meinen also, es ist Antwort B. Sind Sie wirklich sicher? Würde ich in der echten Show niemals tun. Andererseits wird in der echten Show wahrscheinlich noch nie so eine Frage kommen für 2000 Euro dementsprechend. Und was kommt nach 2000 Mark? Ja. Hm? Genau, 4000 Mark. Glückwunsch. Manchmal ist Fragenpsychologie hilfreich. Manchmal. Frage Nummer 8 ist, na, 8000 Mark wert. Lassen Sie sich Zeit. Sie müssen nicht antworten. Sehen wir uns erstmal die Frage an. Es ist traurig, dieses Gefühl, 4000 Mark zu haben, ohne Was Joker. Was verewigte Albrecht Dürer 1502 an. In einem seiner bekanntesten Aquarelle? Das ist nicht A, gut. A. Fuchs, B. Feldhase, C. Bergziege, D. Schmetterling. Das weiß ich nicht. Kunst ist so eine richtig... naja, also eine... Eine Lücke von gewisser Größe. Ich will Fuchs. Ich tendiere zu A, aber es ist mir nicht sicher genug. Okay, Sie setzen den Telefonjoker. Tja, dann wollen wir mal sehen, ob man Ihnen telefonisch weiterhelfen kann. Rufen wir an. Da bin ich mir nicht sicher genug, um A zu nehmen. Seine Telefonjoker rasiert mich wieder. Hallo Dirk, herzlich willkommen Dirk, bei du Wer wird Millionär? Aha, hallo. Ihr Freund würde gerne 8000 Mark gewinnen. Kann ich? Leider hat ein... Ja, das ist wichtig. Dave hat gerade geschrieben, heute Abend kann er. Also nach dieser Aufnahme... In der nächsten Folge, da ist Dave dabei. Und dann muss es aber Kleines auch noch. Kleines Problem mit unserer Frage. Vielleicht können Sie ihm weiterhelfen. Oh, kein Problem, ich bin bereit. So, Dirk, hier kommt Ihre Frage. Verraten Sie uns die richtige Antwort? Was verewigte Albrecht Dürer 1502 in einem seiner bekanntesten Aquarelle? A. Fuchs, B. Feldhase, C. Bergziege, D. Schmetterling. Albrecht Dürer verewigte in einem seiner Aquarelle natürlich den Feldhasen. Das weiß ich zufällig, weil ich erst kürzlich in einer Dürer-Ausstellung war. Wusste ich. Okay, Dirk, danke für Ihre Hilfe. Boah, gut, dass ich nicht genommen habe. Dirk tippt auf B. Und Sie? Ich nehme das, aber ich muss Dave, das ist wichtig, ich muss antworten. Sind Sie ganz, ganz sicher? Was? Auf dem Scheiße! Tja,
Ich hätte Ihnen die 8000 Mark wirklich gegönnt. Und Sie haben sie auch. Und Sie haben sie auch. Die Antwort ist richtig. So. Das Ding mit Dave ist klar. Und jetzt, Sie spielen, wir gewinnen einfach noch. 16.000 Mark. Alles, was ich von Ihnen will, ist die richtige Antwort auf die nächste Frage. Und London. Hier ist sie schon. Das war letztes Mal. Zur Polizei welcher Stadt gehört Kommissario Brunetti aus den Büchern von Donna Leon? A. Mailand. B. Neapel. C. Rom. D. Venedig. Ich habe leider wirklich keine Ahnung. Verstehe, Sie setzen also den Publikumsjoker. Lassen Null. Wir uns überraschen. Also, welche Antwort ist richtig? A, B, C oder D? Ich wüsste nicht mal, um welche Bücher es geht. Kenne ich nicht. Na toll, eine klare Mehrheit für Antwort D. Eine überwältigende Mehrheit für Antwort D. Was glauben Sie? Das allerletzte Wort? 50-50 Chance jetzt. Wären Sie mit 8000 Mark gegangen, hätten Sie jetzt, keine 16.000. Glückwunsch. Ich will nur einmal zur Frage 10 ohne Joker kommen. Das ist unfassbar. Sie stehen momentan bei 16.000 Mark. Ganz hübsche Summe, hä? Allerdings sind es nur noch 6 Fragen bis zur Million. Und nur noch eine Frage, bis Sie 32.000 Mark sicher in der Tasche haben. Na, wollen Sie weitermachen? Hier ist Ihre Frage. Nur zuhören. Wer gewann 1975 den legendären Thriller in Manila? Ich kann noch nie A. gehört. Muhammad Ali, B. Joe Frazier, okay, jetzt schau ich hier. C. George Foreman, D. Jimmy Ellis. Ich kenne die Namen bis auf D. Es wird eine 50-50 Chance. So, Sie setzen also den 50-50 Joker. Gut, löschen wir also 2 falsche Antworten. Aber welche der beiden übrigen Antworten ist richtig? Antwort A oder B? Ich muss überlegen. Ich habe Joe Frazier, ich habe den Namen schon gehört und ich überlege gerade, woher. In welchem Zusammenhang? Am Ende ist es nur ein. Aber es könnte auch Antwort A sein, oder? Es könnte ganz viel sein. Wenn Ihre Antwort richtig ist, gehen Sie heute mit mindestens 32.000 Mark nach Hause. Falsch. Und? Ach, es hat nicht sollen sein. Die Antwort ist falsch. Sie fallen leider auf 1.000 Mark zurück. Ich dachte, Muhammad Ali war zu einfach. Tja, was soll's. Das ist so offensichtlich. Sie gehen ja nicht mit leeren Händen nach Hause. 1.000 Mark sind doch ein nettes Trostpflaster. Schade, dass Sie nicht weitergekommen sind, aber vielleicht klappt es ja in der nächsten Ausgabe von Wer wird Millionär? Aber die Boxer gab's alle, also daran lag's nicht. Das ist nicht wahr. 1975, der Thriller in Manila zwischen Muhammad Ali und Joe Frazier. Das ist doch zum Kotzen. Und Ali hat gewonnen. Oh, ich meine, hat Frazier teilgenommen, ist doch auch was wert. Scheiße.